So. Oh, da haben wir schon greenes Herb. Das sind doch da schon mal wunderbare Dings. Vorzeichen, das war das Wort. Dankeschön an die innere Qualitätskontrolle und Acid Rounds, habe ich da auch gerade gesehen. Yup. Yup, 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 yup. For fact, perfect. So, wir haben auf jeden Fall wieder mit Lickern zu kämpfen, so viel weiß ich noch. Generell will ich eigentlich auch die Bowgun mitnehmen, muss ich sagen, weil die können wir auch langsam mal frequentieren. Da haben wir noch mehr als genügend Bolts für. Hey, Bolts. Genau. Die ganzen Flame Rounds, die können wir rein theoretisch auch loswerden. Weil, ja, für Bosse benutze ich dann halt doch schon lieber die Acid Rounds. 10 Stück werden gegen den Kollegen am Ende. Also ich werde es, glaube ich, gegen die erste Form, die ist im Normalfall relativ leicht. Werde ich auf jeden Fall Flame Rounds einsetzen und dann danach, denke ich mal, für die Wuff-Phase dann Acid Rounds. Ich denke, das ist eine ganz gute Taktik. Habe ich den... Ich glaube, wir können direkt in den Raum rein. Deswegen kann ich schon mal den Leiter eigentlich direkt mitnehmen. What? Okay. Das ist interessant. Vor allem jetzt schon, was soll denn das? Na gut, zumindest haben wir schon mal hier die Möglichkeit, unser neues Spielzeug auszuprobieren. Oder unser altes Spielzeug, um genau zu sein. Ah, ich hab's ja nicht so genau. Mach ein bisschen Hellraiser aus den Kollegen. Raise in the roof. Jetzt leg dich aber auch mal hin. Alter, Alter. Was soll denn das? Aloha. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir wieder gesnackt werden zu Tode. Von irgendeinem Drecksamsam. Wenn wir hier auf Caution sind. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen was hier verbraucht an Bouts. Zwei grüne Herbs habe ich noch. Ich habe Minimum ein rotes, liegt auf jeden Fall noch rum. Und ich glaube, müssen noch zwei grüne, glaube ich, irgendwo rumliegen. Also bei den Lickern liegen die ja dann. Und wenn wir hier die Pflanze anzünden, dann müsste normalerweise dahinter müssten sich ja auch noch Licker verbergen. Deswegen eben schon mal provisorisch natürlich der Grenade Launcher. Wobei ich es gerade eben auch ganz gut hätte einsetzen können. Aber naja. Läuft. Läuft. Und zwei freie Slots haben wir ebenfalls noch für die Lightning Gun. Die müssen wir auch gleich finden. Oh ja, wir haben ja unsere Fingerspuren, glaube ich, hinterlassen bei Lian. Können wir mal schauen, ob wir das jetzt hier bei Claire dann auch noch hinkriegen. Ich glaube, links übrigens ist dann der Raum mit der Pflanze. Das heißt, da müsste der hier auf jeden Fall sein. Yup. Genau. Bolts, dankeschön. Also war es doch nicht die Lightning Gun, die wir hier haben. What the fuck? Genau, war Gast, glaube ich, die ID, die wir eingeben müssen. Nach wie vor. Genau. Passwort keins. Sehr kreativ auf jeden Fall. Kann man hier schon das einsetzen oder müssen wir vorher irgendwas aktivieren? Nee, kann man schon so machen. Okay. Oh no. Sehr gut. Leiter haben wir abgelegt, denke ich mal, weil ich glaube, den brauchen wir... Nee, what the fuck? Den brauchen wir doch gar nicht mehr, oder? So, Licker. Jupp. Zwei Stück, glaube ich, an der Zahl. Ebenfalls korrekt, diese Aussage. Wollt ihr mich verarschen?
ich. 3 Stück von wegen hier, ne? Mhm. Ink Ribbon, okay. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber okay. Und hier müsste da noch irgendwo... Ah, ich glaube, ich sehe schon, ja. Ah, doch nicht. Dann hier. Yep, okay. Normale Grenade Rounds? Na, naja. Habe ich ein bisschen mehr gerechnet, aber na gut. Besser als ja nicht, ne? The interior has been destroyed by the plant. These machines are all useless now. Wenn hier das ganze Interieur von der Pflanze zerstört wurde, ist nach wie vor auf jeden Fall besteht da die Frage, wie dann letzten Endes diese Licker darin überlebt haben. Na gut, für die ist anscheinend alles möglich. Ich weiß gar nicht mehr genau übrigens, wo diese Fingerprint-Maschine ist, aber die müsste da... Ja doch, die müsste eigentlich dann rein theoretisch, also hier war sie nicht, rein theoretisch, müsste die dann irgendwo hier drüben sein. Und rein theoretisch brauchen wir die Ink Ribbons auch nicht, aber wir haben ja eine Box auf dem Weg. Mal der Freezer, da bekommen wir auf jeden Fall die Card Key, okay. Da bekommen wir auf jeden Fall etwas davon. Irgendwas mit Fuse oder sowas. Ach stimmt, wir müssen ja auch das, dieses Antidote, glaube ich, zusammenstellen dafür, Kollege Sherry. Shatimt, ja, Shatimt. Looks like a meter for organizing data files. Control box used for super low temperature experiments. It could set the superconductor fuse here if I had a fuse case. Hast du doch, oder hast du Kurzzeitgedächtnis hier? Dann gib mal rüber. Kann ruhig noch ein bisschen langsamer gehen. Main Fuse! Nice. Haben auch gesehen, hier noch ein First Aid Spray haben wir da auch noch, aber wie angesprochen, wir versuchen natürlich hier ohne First Aid Sprays auszukommen, natürlich. Logisch R-Punktweise. Ich glaube, dann müssen wir sogar zuerst zur... Was war das? West, ne? War das West Area? Ich finde, wir müssen zu dem Platz wieder gehen, zum Roten. Zuerst, glaube ich. Wenn wir eine Keycard brauchen dafür blau, dann denke ich mal, müssen wir zuerst hier lang. Mich dünkt zumindest, dass dies so wäre. Plants. Plants. Ich habe natürlich meine Flame Rounds nicht dabei. Noise. Kill a dead noise. Keine Ahnung, wie viel die aushalten. Aber anscheinend genügend. Geht der auch irgendwann down? Oder jetzt eher nicht so? Was ist das denn für ein Benehmen hier? Meine Herren, ganz ehrlich, ne? What? What? Hä? What? Okay. Waren die Nachwehen anscheinend noch? What the fuck? Okay. Okay. Problem ist... Jawohl. Nee, ist eigentlich kein Problem. Dass hier links, oder direkt vor uns, noch eine Pflanze übrigens jetzt ist. Ja. Aber wir können einfach die Leiter runter. Yeah. Dann haben wir auch ein grünes Herb. Ja, brauchen auf jeden Fall dafür eigentlich die fucking Lightning Gun, aber... Die ist wahrscheinlich irgendwo ein Stockwerk weiter oben. Und hier haben wir Licker. Kommt, jop. Komm.
glaub's ja auch fast, ne? Zwei Stöße sollten doch wohl reichen für dich. Greedy. Oh, den haben wir auf jeden Fall nicht clean getroffen. Wie viel sind denn da? Drei? Okay, ich glaube, das waren alle. Na, aber doch nur zwei hier. Okay. Ich glaube, hier lagen drei, ne? Lass mal sehen. Ah, ne, doch nur zwei. Okay. Ne, drei. Oh, doch, drei. Sehr gut. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Von oben kommt übrigens auch wieder hier einer runter, wenn wir hier den Gang wieder zurückgehen. Kleiner Spoiler Alert wieder. Und bei der Pflanze hatten wir ja auch noch einen Herb. Ah, hier haben wir auch noch eins. Ja, okay, also Minimum ein rotes Herb haben wir ja noch, was hier rumlungert. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und ich glaube, hier ist irgendwo der W-Box-Key, der müsste hier gleich... Ja, okay, dann machen wir halt zuerst den Licker kaputt. Achso, nee, das passt. War richtig. Und hier haben wir das rote Herb. Jop. Genau, genau. Und hier im Laboratory, da war natürlich der W-Box-Key hier Phase. Waren wir doch richtig. Waren wir doch richtig. Jawohl. Aber warum normale Rounds? Ist doch Blödsinn. Brauchen wir noch eigentlich gar nicht. Na gut. Ich beschwere mich nicht. So, Hellraiser-Time erstmal wieder. Für, oder? Alter, wir haben so viele Rounds, wir können eigentlich normalen Grenade-Launcher hier nehmen. Für Kollegin Motte. Was? Okay. Habe ich eine ganze Area mittlerweile übersehen und ich mache das hier alles zu früh, oder wie? Scheint fast so. Muss mal durch, ne? Ja, ist klar. Ist klar. Und dann noch so viele Bullets fressen, ne? Ja. Alles wird gut. Manche kann man halt echt nicht genügend sättigen, so wie es aussieht. Ah, fuck. Ja, so muss das aussehen. So macht das schon eher Sinn. So, was haben wir hier? Lab Card Key, genau. Just what I wanted for Christmas. Aber dein Key-Item irgendwie? Da blitzelt irgendwas. Irgendwo blitzelt hier irgendwas. Okay, performt hier. Nee. Kann sein, dass ich nur spinne. Aber von Spinnen habe ich erstmal genug hier im Game und auch im Real Life. Generell in allem.